Moin und herzlich willkommen. Nach langer Abwesenheit ist der Jörg wieder da. Und der hat wieder einen Gast mitgebracht. Den Michael, den ihr schon von so vielen Sendungen bei mir kennt, der auch viele eigene Sendungen macht. Den Michael aus der Gegend von Westdeutschland, ganz im Westen, ganz dicht an Holland mit bei. Und wir haben uns heute hier zusammengefunden, um eine ganz besondere Sendung zu machen. Diese Sendung findet statt im Rahmen der von mir neu ins Leben gerufenen Serie, die da heißt Impfquisition. Die schlimmsten Jesuiten des Deutschen Reiches und des Deutschen Reichstages, das ist ein Buch, das wir besprechen werden, die schlimmsten Jesuiten, aber die Überschrift lautet eigentlich Impfquisition. Dazu gab es schon mal ein einleitendes Video, das heißt Pillen, Jesuiten, Salben, Priester und Pflasterpfaffen. Das könnt ihr euch anschauen auf meinem rein deutschen Kanal. Und dann gab es auf dem normalen Joggler66-Kanal Cuius Regio, Eius Religio, was auf Deutsch heißt, die Religion der Untertanen hat sich nach der Religion der Herrscher zu richten. Und bevor ich mit diesen ganzen Lesungen anfange, die um Impfen gehen, die um Gesundheit, um Medizin und was weiß ich nicht alles gehen und die ich halt im Großen und Ganzen Impfquisition nenne, eine Ableitung des Wortes Inquisition, wo ich keine vollständigen Bücher lesen werde, sondern Teile zitieren werde aus dem Impfspiegel, den ich schon mal ein bisschen zitiert habe, und aus dem Buch von dem Dr. Hennemann, das Sündenregister der Medizinheilkunde und all solche ganzen Dinger, bin ich jetzt letztens durch den Michael auf etwas gestoßen, nämlich auf ein Buch, das als Erstveröffentlichung erschienen ist, irgendwann 2011, also 2006 im Grunde, dass es jetzt eine Neuauflage gibt aus dem Jahre 2021 und das Buch heißt Viruswahn. Ja? Geschrieben von Thorsten Engelbrecht, Dr. Med. Klaus Köhnlein, Dr. Med. Samantha Belli und Dr. Stefano Scoglio. Wer das ist, das kann man alles ganz leicht rausfinden, wenn man das Buch sich dann mal anschaut, wenn man sich das kauft. Das habe ich auch gemacht. Das ist ganz interessant und ich werde auch gleich zu Anfang da ein paar Auszüge draus lesen und dann noch ein paar andere Dinge einleitend sagen und dann werden wir uns ein Radiointerview anhören von dem Autoren des Buches, das im Saarländischen Rundfunk im 2011 gelaufen ist. So unglaublich das klingt, man hat wirklich in den Mainstream-Medien einem Menschen, der die Wahrheit über die Medizinwelt zum großen Teil erzählt und niedergeschrieben hat, Gehör gegeben zu der Zeit. Ob es das heute noch geben würde, weiß ich so nicht. Heute ist das ja alles mehr oder weniger bereits unterdrückt. Und deswegen müssen wir auch ganz vorsichtig sein mit solchen Videos, was man genau sagt, um zu sagen, um zu checken, dass wir uns nicht in die Probleme bringen, in die Probleme sprechen. Ein ganz wichtiger Punkt noch, bevor ich den Michael kurz ans Mikrofon lasse, was ich ja gehört als guter Gastgeber, dass man seine Gäste auch mal reden lässt. Ein ganz wichtiger Punkt, den ich noch eben machen möchte, ist, dass all diese ganzen Medizinsachen, die mit der Impfung zu tun haben, die mit der Pharmaindustrie zu tun haben, die Verbindungen zwischen Pharmaindustrie und Politik darlegen, all diese ganzen Sachen haben 0,0 mit der Bibel zu tun. Deswegen begebe ich mich hier auf ein Gebiet, wo ich nicht viel kenne. Nicht, dass ich jetzt von der Bibel viel kenne, aber ihr wisst ja, was ich bereits an Lesungen gemacht habe. Da habe ich viel drin studiert. Ich habe jetzt das hier auch ein wenig studiert, aber das ist alles aus dem säkularen, aus dem weltlichen Bereich. Und der weltliche Bereich ist eigentlich gar nicht so furchtbar wichtig. Aber meine Motivation, und das möchte ich euch ganz gerne mitteilen, meine Motivation, um mich jetzt doch mit diesem Thema, das uns ja tagtäglich überall in der Welt beschäftigt, zu beschäftigen, meine Motivation liegt darin, dass ich damals ja auch erst nach dem Motto zu der Wahrheit gefunden habe, dadurch, dass jemand mich angesprochen hat und gesagt hat, sag mal, Jörg, glaubst du diesen Quatsch von 9/11, den sie uns erzählen? Du bist doch immer auf der Suche nach der Wahrheit. Warum untersuchst du das denn nicht mal? So oder ähnlich, hat der Joachim mich damals in 2010 angesprochen. Und das hat dazu geführt, dass ich heute der bin, der ich bin. Und dass ich auch, dass Gott mich gefunden hat. Also, wie soll ich das jetzt korrekt ausdrücken? Der Mensch sucht nicht Gott, Gott sucht den Menschen. Gott hat den Joachim gebraucht, um mich zu ihm zu führen. Aber durch diese säkularen Dinge, ja, durch diese weltlichen Dinge, bin ich darauf gekommen, dass es viel mehr gibt als das. Und ich hoffe, dass diese Serie der Impfquisition viele Leute durch die Beschäftigung dieser weltlichen Probleme dazu bringt, sich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen
Und alles in dieser Welt an der Bibel zu messen, so wie die Juden in Thessalonika getan haben, wie wir in Apostelgeschichte Kapitel 17, Vers 11 lesen. Übrigens Thessaloniki, da komme ich gleich auch nochmal zu, da gibt es noch einen kleinen Ausschnitt, ganz interessant. Aber bevor ich jetzt vom Hundertstel ins Tausendstel komme und hier 20 Minuten eigene Einleitung mache, möchte ich gerne meinen Bruder in Christus, Michael, ans Mikrofon lassen und ganz herzlich begrüßen zur Sendung heute. Hallo Michael. Ja, hallo Jörg und hallo liebe Leser da draußen und liebe Hörer vor allen Dingen. Ich bin mal gespannt, was jetzt da kommt. Ich habe zwar einiges von dem Herrn Köhnlein schon wieder gelesen, aber heutzutage wird man ja von Informationen erschlagen, sodass es eigentlich ganz gut ist, wenn man sich auf die wesentlichen Dinge mal konzentriert. Und deswegen ist natürlich auch nur die gegenwärtige Situation ein Abbild dessen, was wir schon seit Jahrzehnten und Jahrhunderten, Jahrtausenden auf dieser Welt haben, dass natürlich ganz viel Lüge gemischt wird mit ganz wenig Wahrheit. Und damit wir in der Wahrheit stehen, prüfen wir eben alles an der Bibel und wir prüfen jetzt auch unter vier Augen jetzt hier mal das, was uns da erzählt wird, was eben nicht der Mainstream ist. Und deswegen höre ich jetzt auch auf mit dem Reden und überlasse das eben jetzt dem Jörg beziehungsweise dem Herrn Dr. Köhnlein. Ja, erstmal noch dem Jörg, weil bevor wir da reingehen, möchte ich euch erstmal eben etwas zeigen, was später in den Lesungen auch nochmal vorkommt, als kleine Einleitung heute. Das ist aus dem Buch Geschichte der Pocken, ein Kulturkampf der Medizin von Dr. Oitmann. Das ist, meine ich, aus dem 19. Jahrhundert. Und da habe ich mir etwas über eine Seite rausgebracht, die ich euch gerne mal vorlesen möchte, zur Einleitung des Themas heute. Geschichte der Pocken bei Schaf und Mensch von 17 bis 1800. Von der Einführung der Lanzettimpfung, was die Inokulation ist bei den Menschen und bei den Schafen im 1700, bis zur Unterdrückung des Verkehrs mit pockigen Schafsfellen und pockiger Schafswolle 1801-1816. Alle Welt glaubt, das Impfen sei erst gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts, also des 18., durch den Chirurg Jenner entdeckt worden. Das ist aber ein großer Irrtum. Die Lanzettimpfung datiert in Europa bereits von dem Anfang des 18. oder dem Ende des 17. Jahrhunderts, also fast 100 Jahre vor der Jennerschen sogenannten Erfindung, welche darin bestand, dass er die Menschen statt mit der Menschenpockenlymphe mit Pockenlymphe vom Kalb oder von der Kuh impfte. Die Impfung entsprang im 17. Jahrhundert aus Aberglaube, Gewinnsucht und Betrug. So, nachdem ich diesen Satz vorgelesen habe, könnten wir eigentlich die ganze Serie begraben und sagen, müssen wir uns gar nicht weiter damit beschäftigen. Wir kennen den Brunnen und wenn wir den Brunnen kennen, dann wissen wir, da wir eben auch die Bibel kennen, was wir glauben und was wir verwerfen müssen. Aberglaube, Gewinnsucht und Betrug, das sind alle drei Dinge, die in der Bibel durch den Gott Elohim abgestraft werden. Das sind Übertretungen des Gesetzes, an einen anderen Gott zu glauben als den einen, der im ersten Gebot sagt: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Gefangenenland Ägypten gebracht hat, und es gibt keine, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Gewinnsucht, die Liebe zum Geld, ist die Wurzel allen Übels, und Betrug ist unter anderem ja auch, du sollst nicht falsches Zeugnis ablegen wider deinen Nächsten. Also so wissen wir hier gleich, dass wir, da, wo die Impfung herkommt, wenn das stimmt, dass sie daherkommt, dann wissen wir gleich, wessen Kind das ist. Aber trotzdem lese ich nach diesem Satz noch weiter. Aber zur Not pausiert ihr das Video hier mal eben und denkt mal kurz drüber nach, was dieser kleine Satz beinhaltet. Die Anfänge derselben, also der Impfung, sind in Dunkel, in betrügerische Mystik gehüllt. Bei den rohen Völkern, also den nicht zivilisiert mit anderen Worten, besonders in Thessalien, ja, ich habe das mal eben nachgeschaut, was ist denn Thessalien? Das kennen wir doch. Thessaloniki, Thessalien, altgriechisch, historische Landschaft im Norden Griechenland zwischen Makedonien, Epeiros und Mittelgriechenland. Thessalien war das Siedlungsgebiet des Stammes der Thessaloi, Thessala, Thessalia, Thessalonika, sage ich jetzt mal, wie es in der Bibel geschrieben steht. Und den Brief, da gibt es zwei. Thessaloniker 1 und 2, die Paulus an die Thessaloniker geschrieben hat, ist von so einer unglaublichen Wichtigkeit, dass man besteht, dass er hier, dass man versteht, dass Paulus hier absolute Heiden oder wie es in dem anderen Buch eben heißt, rohe Völker hier zu Gott, zu Elohim, zu unserem Schöpfergott im Himmel geführt hat. Ja? Also bei den rohen Völkern, besonders in Thessalien, war schon im 17. Jahrhundert Sitte, gesunden Menschen das Pockengift mittels einer Lanzette beizubringen.
Ja, und wenn wir hier von gesunden Menschen eine Lanzette, eine Impfung beizubringen sprechen, das ist ja genau das, was mit der Impfverpflichtung kommen wird. Das ist genau das, was wir Ende des 19. Jahrhunderts in Deutschland hatten, wo es ja schon mal eine Zwangsimpfung gab. Und übrigens auch im 20. Jahrhundert gab es in Deutschland eine Zwangsimpfung, zum Beispiel gegen Polio und solche Sachen. Aber jetzt da mal eben weg von. Es geht immer darum, dass man gesunden Menschen, in diesem Fall das Pockengift oder ein anderes, mit einer Lanzette beibringt. Ja? Und das ist eben der Punkt. Man macht das nicht bei Kranken. Das heißt, man macht das nicht, um symptomatische Menschen, also Menschen, die Symptome zeigen, zu behandeln, sondern man macht das bei gesunden Menschen, um das Behandeln ja, zuvorkommen eigentlich, dass man sie später gar nicht behandeln muss. Also mit anderen Worten, man macht sie künstlich krank. Das steht hier in diesem Satz. Und das ist die Impfung. Nichts anderes ist das. Mit anderen Worten, sie zu impfen, sie zu inokulieren oder, wie man es damals nannte, mit Pockengift zu belzen. Ich habe da mal eine Aussage zu. Und zwar habe ich genau darüber vor 2 Tagen in Englisch gesprochen. Ja. Und ich kann dir jetzt hier im Chat, kann ich dir auch direkt die Seite meines Skriptes mit reinkleben. Ja, tu dann mal. Siehst du, dann mache ich das mal dann auf. Siehst du mit der Inokulation, dann siehst du auch direkt das Ja. Hm? Ja, hier ist das Ja. Giacomelli Pellerini gives the first smallpox inoculations in Europe. 1701, ja. Ja, die waren weit verbreitet vorher schon im Osten. Im Osten, ja, pass auf, da kommen wir jetzt gleich in dem Text drauf. Das wird sehr interessant, Michael. Pass auf, ich lese ja noch ein bisschen weiter. Die Einführung der abergläubischen Zeremonie des Impfens in Europa wird von Geschichtsschreibern in folgender Weise beschrieben. Und jetzt haltet euch fest. Gegen das Ende des 17. Jahrhunderts erschien in Konstantinopel ein altes Weib, der griechischen, also orthodoxen Kirche angehörend, welches wegen Betrugs aus ihrem Vaterland vertrieben worden war. Diese Frau hatte die Dreistigkeit zu behaupten, die Mutter Gottes, wir erinnern uns an unsere Lesung von Eva, die Himmelskönigin, die Mutter Gottes sei ihr erschienen und habe sie gelehrt, als Verhütungsmittel gegen die Pocken, gesunden Menschen mit Pockengift, die Wundmale Christi, also Stigmata, auf den Händen und Füßen und im Gesichte einzuimpfen. Das kommt aus dem Buch Geschichte der Pocken, Kulturkampf der Medizin. Ja? Das musste ich jetzt mal zum Anfang für euch heute hier vorlesen, weil ich fand das wichtig. Michael kennt den Text nicht. Was ist denn deine Reaktion darauf, Michael? Ja, ich muss dir widersprechen. Ich kenne den Text schon. Uiuiuiui. Ja, Entschuldigung. Ja. Es ist ja auch sehr weit, mich aus dem Fenster lehnen, wenn ich sage, du kennst etwas nicht, wenn ich das vorher nicht mit dir abgesprochen habe. Ja, bei dem Wissen, was du die letzten Jahre aufgebaut hast, ja, okay. Du kanntest es schon, aber selbst wenn du es dann kanntest, was ist denn dein Kommentar zu dem gerade eben gelesenen, Bruder? Man muss die Leute ja irgendwo überzeugen, so einer in Anführungsstrichen Behandlung da auch zuzustimmen. Und dann kann man das natürlich mit den naiven Menschen so machen, dass man sagt, das ist jetzt quasi Gottes Wille. Man hatte ja ein Zeichen, Stigmata oder vielleicht klingelt auch ein Glöckchen oder was auch immer auf jeden Fall, dass die Menschen halt quasi so ein bisschen Aberglauben damit reinmischen, damit die halt überzeugt werden. Das ist ja eine alte Taktik. Wenn man halt sieht, dass so ein Simon Magus und andere Menschen dann auch irgendwelche Zauberkunststückchen da halt gemacht haben, um die breite Masse zu überzeugen. Und das ist ja im Endeffekt hier nichts anderes. Ne? Ja. Da wird ja halt Religion und Medizin zusammen gemischt. Ne? Man muss ja dran glauben, dass es funktioniert auch. Ne? Das gibt ja auch da eben für die gemeine Hausfrau der damaligen Zeit oder den Hausmann oder wen auch immer, den Knappen, dann auch nicht die Möglichkeit, irgendwie die Wahrheit nachzuprüfen. Aber wenn das natürlich dann jemand ist, der jetzt quasi im höheren Auftrag handelt, dann schenkt man dem wahrscheinlich dann mehr Glauben, als wenn da irgendjemand um die Ecke käme, der dann auf so einem Bollerwagen irgendwelche Miraculix-Tränke da den Leuten da verabreicht. Ne? Ja. Ja, wer fand du denn nicht beim Lesen von Asterix immer gerade den Medizinmann da am besten? Ne? Bitte? Wer fand denn nicht gerade beim Lesen von Asterix-Comics immer den Medizinmann da am besten, den Miraculix oder wie das, der hieß? Das ne? Hast du sogar bei Karl May. Wenn du die Karl May-Filme siehst, dann hat auch irgendjemand ein Wunderwasser oder sowas. Ne? Und
Das ist eben die Geschichte dazu, dass also die Leute sich von irgendetwas ein Wunder versprechen. Und das ist natürlich dann toll, wenn man dann genau der griechischen Kirche hieß ja jetzt auch irgendwo orthodox. Das wäre ja quasi von Deutschland gesehen auch im Osten, wenn man so will. Ich meine, Griechenland ist ein bisschen im Süden, aber orthodox kann ja auch serbisch-orthodox, griechisch-orthodox, russisch-orthodox kann ja. Naja, aber die orthodoxe Kirche heißt ja eine katholische Kirche, die sich abgeteilt hat genau, von der römisch-katholischen, aber sie bleibt katholisch, ne? Das ja, darf man ja nicht vergessen. genau, aber das ist eben eine griechische Kirche und eben nicht eine spanische oder eine was weiß ich Kirche. Und deswegen, also ich denke, man kann da gar nicht anders zu sagen, als dass halt gerade dann zum Zeit des Mittelalters halt ganz viel Aberglaube dann halt auch da verwendet wurde, um gewisse Leute ja zu überzeugen. Ja. Wo soll man da anfangen? Ja, da wo wir jetzt anfangen, da soll man anfangen. Am Anfang, wir gehen ein wenig in die Geschichte und jetzt gehen wir ein wenig weiter. Ich möchte euch kurz, bevor wir mit dem Interview beginnen, ich habe hier bereits ein paar Seiten vorbereitet, ein paar Bilder vorbereitet, die ich während des Interviews, das gleich gespielt wird, zeigen werde. Bevor ich damit beginne, möchte ich euch ein paar Seiten aus dem Buch Viruswahn vorlesen. Ich habe hier die letzte Auflage von 2021, 10. aktualisierte Auflage mit 94 Seiten zum Corona-Wahn extra dabei. Das Buch ist wunderbar, ihr seht ja das Bild unten drin, das Buch ist wunderbar dokumentiert. 50 Seiten Quellenangaben. Quellenangaben aus Zeitschriften, aus der Weltgesundheitsorganisation und ich weiß nicht was alles, ich kann es nicht alles aufnennen. Also der Mann, der saugt nichts aus seinem Daumen und schreibt hier mal so ein Buch, sondern der belegt es alles mit Fakten und mit Quellen. Das ist sehr, sehr wichtig. Es gibt ja einen interessanten Satz auf Seite 31, den ich eigentlich auch noch mit reinnehmen möchte. Da geht es um die amerikanische Seite der Gesundheit oder der Pharmaindustrie. Da auf dem letzten Absatz auf Seite 30 lese ich hier, dass die sich aufgeklärt nennenden Gesellschaften, ne, das ist also unsere westliche Zivilisation, trotzdem vom Glauben beherrscht werden, für jedes Wehwehchen oder schwere Leiden gäbe es eine Heilpille, ist wesentlich der machtvollen Überredungskunst von Big Pharma geschuldet. So geben allein die US-Pharmakonzerne rund ein Drittel ihrer Umsätze für Marketing aus, sprich Dutzende Milliarden Dollar werden pro Jahr nur dafür investiert, um Ärzten, Journalisten, Endverbrauchern und Politikern ihre Präparate als Wunderheilmittel anzudienen. Damit haben sie ihren Einflussbereich selbst auf Institutionen wie die Weltgesundheitsorganisation WHO und die US-Medikamentenzulassungsbehörde FDA, das ist die Food and Drug Administration, ja, also Nahrungsmittel- und Medizingesellschaft, deren Unabhängigkeit und Integrität für ein funktionierendes Gesundheitssystem besonders wichtig wären, auf höchst bedenkliche Weise ausgedehnt. Und dann lese ich weiter für knappe zwei Seiten in dem Buch. Auf Seite 31, wer das Buch selber hat, der dritte Absatz. Das Geld und die Werbung der Pharmaindustrie beeinflusst nicht nur die Art, wie wir Krankheit wahrnehmen, die Nachfrage nach Medikamenten und die medizinische Praxis, auch sind die staatlichen Gesundheitsstellen in die totale Abhängigkeit der Big Pharma-Mittel geraten. So sagt Vera Sheriff von der AHRP. Wie einschlägige Untersuchungen belegen, fährt sie fort, sind hier fundamentale Interessenskonflikte entstanden, die leider noch nie öffentlich angemessen diskutiert worden sind. Und jetzt kommt's. Gesundheitspolitiker sind nicht nur durch Big Pharma beeinflusst, sondern sie sind so geformt, dass sie die Profite der Pharmakonzerne maximieren helfen. So sind Gesundheitspolitiker geformt, also ausgebildet, gedrillt, indoktriniert, kann man auch sagen. Ein entscheidendes Ereignis war in diesem Kontext, dass der US-Kongress 1992 den Prescription Users Free Act, kurz PDUFA, durchgewunken hatte, der einen extrem schnellen Prozess der Medikamentenzulassung, den Fast Track Approval Prozess, etablierte. Also Prescription User Fees Act heißt mit anderen Worten, Rezepte
ein Akt zur rezeptfreien zum rezeptfreien Bekommen von Medikamenten. Ja? Und deswegen auch den Fast Drug Approval Prozess, das heißt also den Schnellzulassungsprozess für Medikamente, hat dieser Prozess etabliert. Zitat: Allein die FDA, also die Food and Drug Administration, hat von Big Pharma an die 1 Milliarde Dollar an Nutzungsentgelten enthalten, so sagt Sheriff. Und andere Regierungsstellen befinden sich inzwischen in ähnlicher Abhängigkeit zur Pharmaindustrie. Das Ganze hat bereits seit geraumer Zeit derartige Ausmaße angenommen, dass sich etwa das britische Parlament 2005 zu einer umfassenden Untersuchung genötigt sah, in der die korrumpierenden Praktiken der Pharmaindustrie und ihr massiver Einfluss auf Parlamente, ebenso ihr massiver Einfluss auf Behörden, Universitäten, Mediziner und Medien aufgedeckt und scharf kritisiert wurden. Jetzt trinke ich mal kurz von meinem Kaffee, sonst ist er gleich kalt. Dabei ist es ja im Grunde so, wenn verschreibungspflichtige Medikamente angeblich so toll sind, wieso müssen die dann so heftig vermarktet werden? So die berechtigte Frage von Marcia Angel, ehemalige Chefin des bekannten Fachblatts New England Journal of Medicine, ja, also neuenglisches Journal der Medizin. Neuengland ist ja ein Staat in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wirklich wirksame Medikamente müssten nämlich gar nicht sonderlich gepusht werden, sagt sie. Gedanken, die so einfach wie einleuchtend sind und dennoch sind sie nicht Teil des Bewusstseins des modernen, wissenschaftsgläubigen Menschen. Da hat Michael, glaube ich, was zu sagen zu den Wissenschaftsgläubigen, nicht wahr? Ja gut, wir wissen ja, dass die Wissenschaft selber eine sehr, sehr dominierte Funktion ausübt, um die Menschen halt glauben zu lassen, dass die Wissenschaft unabhängig, frei und einfach so dem Wahrheitsdiktus folgt. Und dabei ist die auch genauso gesteuert wie die Medien auch. Das heißt also, da regiert eigentlich auch nur das Geld und du kriegst also nur Geld für die Forschung, deren Ergebnis im Vornherein schon fast feststeht. Und demzufolge ist die Wissenschaft eben nicht frei und die Wissenschaft ist eine Religion. Das heißt, man macht uns glauben, dass eine Elite von Wissenschaftlern, die eben dann auch gesteuert, interessengesteuert sind, genau wie die Pharmalobby, eben ein Ergebnis vorweist, was angeblich der Wahrheit entspräche, was aber natürlich dann eben genau nicht der Fall ist. Und das hat jetzt nichts, aber auch wirklich gar nichts, ist sich das jetzt nur auf die Pharmaindustrie bezogen, sondern halt über alle Bereiche der sogenannten Wissenschaft, weil jeder natürlich nur dann forschen kann, wenn er die entsprechenden Forschungsgelder bekommt. Also ist das letzten Endes ist dann für die Wahrheit eine brotlose Kunst, aber halt für diejenigen, die reich und berühmt werden wollen, die es in dieser Welt schaffen wollen, die müssen sich halt einfach dann dem Diktat des Geldes und der, ja, der Interessen dahinter beugen. Das hat ja beispielsweise unser damaliger Gesundheitsminister, der Herr Seehofer, so treffend mal beschrieben, dass der Druck der Pharmalobby einfach zu groß ist, um als einzelner Politiker irgendetwas bewirken zu können. Das hat er so gesagt. Da gibt es Interviews von ihm, da gibt es auch eine Reportage dazu, da bin ich gerade am Recherchieren hier zeitgleich. Da gibt es eine Reportage, die heißt das Pharmakartell, auf Wikipedia kann man gucken, über das gescheiterte Projekt einer Positivliste für Arzneimittel, ein Bericht über Drehtüreffekte, so heißen die, zwischen Politik und Pharmaindustrie, sowie die Aufnahme einer gemeinsamen Bootsfahrt bei einem gemütlichen Essen zwischen zwei Seiten rund, die Dokumentation ab, die eben heißt das Pharmakartell. Und das ZDF zieht das Resümee. Zitat, bei jeder Tablette geht es weniger um die Gesundheit als vor allem ums Geschäft. In der Frontal 21 Dokumentation Das Pharmakartell, wie wir als Patienten betrogen werden, sprechen ehemalige Manager und Mitarbeiter der Pharmaindustrie erstmals offen darüber, mit welchen brutalen Methoden die Konzerne seit Jahren Medikamente auf den Markt drücken, deren Wirkstoffe schwere Nebenwirkungen haben. Zitat Ende, Originaltext ZDF. Die Erstausstrahlung fand statt am 9. Dezember 2008 im ZDF. Da glaubt man, braucht man nichts mehr dazu zu sagen. Wer meint, das hätte sich in 13 Jahren jetzt zum Positiven geändert, der schau einfach mal in die täglichen Nachrichten. Ja, da könnte man mit ganz wenigen Worten einfach nur sagen, da bleibt einem doch die Spucke weg. Ne? Das hat das ZDF damals so gesendet, mit Frontal 21. Ja, ja, damals, ja. Weit weg von der Zeit, in der wir heute leben, wo die Leute sich mit diesem Thema anfangen zu beschäftigen, kommen die meisten auf solche Quellen gar nicht mehr. Das muss man ja auch mal eben dazu sagen.
Aber ich möchte noch mal eben ein kleines Zitat auf Seite 27 kurz einführen. Da steht nämlich drin aus einer anderen Quelle, also das ist nicht der Autor selber, sondern das ist eine Quelle. Und zwar von Donald Miller, Professor für Chirurgie an der University of Washington, der formulierte es Anfang des 21. Jahrhunderts folgendermaßen. Zitat: Wissenschaftliche Beweisstandards sind nicht einheitlich und exakt definiert. Ja, ich habe jetzt letztens ein Video gesehen von dem Dr. Klaus Körlein. Das war ein Video, das Michael mir geschickt hatte in Verband mit dem, da ging es um die Untersuchungen der Statistiken, wie die Statistiken in unserer heutigen Corona-Zeit erstellt werden. Weißt du noch den Namen, Michael, von dem Video? Das ist erst ein paar Tage her. Ja, wissen tue ich den nicht, da muss ich mal eben hier in die Chronologie reingehen. Ja, gucken, geh mal in deine Chronologie. Jedenfalls hat Michael da ein ganz tolles Video rausgeschickt, wo es darum geht, wo einer sich als Erbsenzähler dahinstellt, einer der Informatiker sehr viel drauf hat, sehr viel auf dem Kasten hat und der dann die ganzen originalen Brunnen genommen hat, also Zahlen von, ich sage jetzt mal, Robert-Koch-Institut, Paul-Ehrlich-Institut und solche ganzen Sachen. Und hat die mal wirklich analysiert und hat dann gezeigt, wie uns die Statistik auf der einen Seite verkauft wird und wie sie auf der anderen Seite tatsächlich ist. Und da kommt eben ganz deutlich eben auch zustande, dass eben, wie der Dr. Donald Miller hier bereits sagt, dass es wissenschaftlich Beweisstandards gibt, die nicht einheitlich und nicht exakt definiert sind. Und wenn das so ist, dann führt das eben genau dazu, dass man den Leuten verkaufen kann, was man will. Und das dann sogar noch als, zwischen Anführungszeichen, Wahrheit darstellen kann. Ne? Ja, das Video heißt Die Pandemie in Rotdaten. Ein Screenshot ist im Chatfenster. Ah ja, wunderbar. Ein Screenshot ist im Chatfenster. Dann schauen wir mal kurz hier. Das ist hier unten. Ja, meine Ausbildung zum Erbsenzähler. Ja, das war ein sehr gutes Video und Michael wird nachher daran denken, mich noch dann zu erinnern, den Link mitzugeben und den tun wir dann in die Beschreibung dieses Videos und dann kann sich jeder das mal in Ruhe anschauen. Aber jetzt fahre ich nochmal fort mit dem Zitatlesen aus dem Buch Viruswahn. Wir waren jetzt also bei dem Zitat der ehemaligen Chefin des Fachblattes New England Journal of Medicine, die ja hier sagte: Wirklich wirksame Medikamente müssten nämlich gar nicht sonderlich gepusht werden. Gedanken, die so einfach wie einleuchtend sind. Und dennoch sind sie nicht Teil des Bewusstseins der modernen, wissenschaftsgläubigen Menschen. Das kann nur heißen, fährt sie fort, dass es eine ganz tiefliegende Ursache dafür geben muss, dass aus der Gesellschaft, die sich besonders aufgeklärt wähnt, eine sinnlos, zwischen Anführungszeichen, übermedikamentalisierte, Anführungszeichen oben, geworden ist. Der Grund für die Pillenmanie ist, dass wir ein verzerrtes Verständnis davon haben, was Krankheiten verursacht. Ein Verständnis, das sich über einen Zeitraum von weit mehr als 100 Jahren fest in unseren Denkstrukturen verankern konnte. Um dies zu verstehen, muss man in die Mitte des 19. Jahrhunderts zurückschauen. Und deswegen kommt ja auch meine Lesung von vielen Büchern und Werken aus dem 19. Jahrhundert zu dem Thema Pocken und anderen. Ja? Wenn ihr das verfolgt, dann könnt ihr das eben mitlernen. Damals ereignete sich ein wahrer Paradigmenwechsel in Bezug darauf, wie wir Krankheit sehen. Es fand ein Schwenk statt. Weg von einer komplexen, ganzheitlichen Sichtweise in Bezug darauf, wie Krankheiten entstehen, hin zu einer monokausalen oder eindimensionalen Denkweise. Monokausal heißt ein Grund. Ja? Oder eindimensionalen Denkweise, um einen Begriff des Philosophen Herbert Marcuse zu gebrauchen. So ist ein falsches Bewusstsein entstanden, Zitat, das gegen seine Falschheit immun ist, Ende Zitat. Weil die Dimensionen der Selbstkritik und der Fähigkeit, den Blick in verschiedene Richtungen zu lenken, fehlen. Man kann das auch simpel anders ausdrücken. Den Menschen werden Scheuklappen aufgestellt. Und mit Scheuklappen kannst du halt nicht mehr weit sehen. Das heißt rechts und links. Das entgeht alles deinem Sichtfeld. Und das ist mit anderen Worten hier so beschrieben. Dass es so weit kommen konnte, liegt vor allem daran. Seit etwa dem 16. Jahrhundert begannen sich die Wissenschaften im Zuge der Aufklärung rasant zu entwickeln und mit ihren Beschreibungen ganz spezifischer, das heißt ganz konkreter Phänomene,
zogen sie die Bevölkerung verständlicherweise in ihren Bann. So, und jetzt kommt mal eben ein ganz wichtiges Thema zum Anspruch, wo ich die Lesung kurz unterbrechen muss. Dieses Bild, was jetzt hier drin steht, das Bild der Bibel, wird jetzt auf einmal ganz, ganz wichtig. Diejenigen, die Geschichte nicht kennen, Entschuldigung, diejenigen, die Geschichte nicht kennen, lesen diesen Satz und verstehen gar nicht, was hier im Grunde geschrieben steht. Ich lese ihn nochmal vor. Hört ganz gut zu, bitte, und ordnet das geschichtlich richtig ein. Dass es so weit kommen konnte, liegt vor allem daran, seit etwa dem 16. Jahrhundert begannen sich die Wissenschaften im Zuge der Aufklärung rasant zu entwickeln und mit ihren Beschreibungen ganz spezifischer, das heißt ganz konkreter Phänomene, zogen sie die Bevölkerung verständlicherweise in ihren Bann. Was ist denn Mitte des 16. Jahrhunderts passiert? Der Orden der Jesuiten wurde gegründet. Und Ende des 16. Jahrhunderts hatten die Jesuiten bereits die Ausbildung, Schulbildung, Universitätsbildung in fester Hand und haben zum Ende des 16., Anfang des 17. Jahrhunderts ihr Schreiben von Ratio Studiorum veröffentlicht, über das ich ja in Herrscher des Bösen und bei anderen Gelegenheiten genug gesprochen habe. Und wenn man jetzt die Geschichte, die ich gerade genannt habe, nicht kennt, dann liest man über diesen Satz drüber und kann das gar nicht richtig einordnen. Ihr aber als gebildete Christen, die ihr meine anderen Videos gesehen habt und die ihr vom Jesuitenorden einigermaßen informiert seid, versteht diesen Satz, dass es hier im 16. Jahrhundert eben dazu kam, dass die Jesuiten hier die Ausbildung übernommen haben, die Lehre in Schulen und Universitäten. Und da man eben als Arzt studieren muss, ist man eben als Arzt von Jesuiten ausgebildet. Ob man das jetzt will oder nicht. Ja? Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ein sehr, sehr wichtiger Satz. Man denke nur an die ungeheure Leistung des englischen Physikers Isaac Newton, der die Schwerkraft, also die Gravitation, beschrieb. Oder nehmen wir die Erfindungen der Dampflokomotive und des Buchdrucks. Doch im Überschwang der Fortschrittseuphorie wurde insbesondere ab Mitte des 19. Jahrhunderts dieses Denkmodell der Spezifität, dass ganz spezielle chemische oder physikalische Phänomene ganz bestimmte Ursachen haben, einfach auf die Medizinwissenschaft übertragen, ohne dass man großartig darüber nachgedacht hat, ob das auch wirklich Sinn macht. Und ob das wahr ist, das ist ja die Frage. Man überträgt es einfach, man stellt es einfach hin als ein Fakt. Und dieser Fakt ist dann offenbar und darf dann nicht mehr diskutiert werden. Die fatale Folge war, fährt das Buch fort, dass der moderne Mensch Krankheit nicht mehr, wie es mehr oder weniger seit den Griechen üblich war, als ganzheitliches, komplexes Geschehen sieht, sondern in seiner Aufgeklärtheit glaubt der Mensch fest daran, dass ganz bestimmte spezifische Leiden durch ganz spezifische Faktoren bedingt sind und dass sie daher mit ganz speziellen Heilmitteln oder Pillen eben auch erfolgreich bekämpft werden können. Damit war der Grundstein gelegt für die Pillenmedizin, die für die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts aufstrebenden Pharmafirmen finanziell äußerst lukrativ werden sollte. Entscheidend geformt wurde dieses monokausale Denkmodell durch die Mikrobiologie, deren Aufstieg Ende des 19. Jahrhunderts begann und die ganz bestimmte, also spezifische Mikroorganismen, Viren, Bakterien und Pilze, zur Ursache von ganz bestimmten Krankheiten erklärte. Erklärte! Nicht untersuchte, ob so war, sondern einfach so genommen hat. Ja? So muss man das hier verstehen. Darunter von Massenleiden wie Cholera oder Tuberkulose. Die Begründer dieser sogenannten Mikrobentheorie, die Forscher Louis Pasteur und Robert Koch, stiegen noch zu Lebzeiten in dem Medizin-Olymp auf. Ja, der Olymp, der Medizin-Olymp. Also, soweit mein Auszug aus dem Buch Viruswahn, wo ich jetzt Michael gerne nochmal die Gelegenheit gebe, da auch nochmal kurz ein paar Worte zu sagen. Und dann können wir endlich in das Interview einsteigen, das super, super interessant ist. Michael, hast du da noch eine Bemerkung zu?
Ich denke, das spricht für sich. Also Olymp ist der Sitz die Residenz der griechischen Götter auf dem Gebirge Olympus da in Griechenland. Von daher, die ganze Medizin kommt sowieso aus dem Griechischen, die bei uns angewendet wird. Ich habe da genau am Wochenende nämlich Sendungen drüber gemacht in Englisch über den Stab des Äskulap, um den sich da die Schlange windet und wie es alles zusammenhängt und wo es alles herkommt. Aber ich denke, das wird jetzt echt zu weit, denn wir wollen ja mal in dieses Interview von dem Herrn Köhnlein rein. Also von daher, wir müssen das einfach übergreifend sehen. Die Sache läuft ja nicht erst seit dem 16. Jahrhundert. Die Sache, dass der Mensch sich für unglaublich schlau und unglaublich weise hält, um andere Menschen gottgleich zu behandeln, das gibt es schon weit, weit vorher, weit vor Christi Geburt auch. Von daher gehen wir einfach mal weiter im Text, würde ich sagen. Ja, wir hatten doch gerade das Thema, das du jetzt gerade ansprichst. Wir hatten doch gerade heute, ich hatte dir einen Artikel geschickt in Flämisch über diese Firma, die dafür sorgen will, dass Menschen auf einmal nicht mehr altern. Da hast du auch gesagt, da hast du auch letztens was zu gemacht. Ja, In genau, das Englisch ist oder eben was? Möchtest du genau das die vielleicht mal Geschichte, kurz, die ich. möchtest du das vielleicht mal kurz ansprechen und da vielleicht ein Bild mit uns teilen auch? Nee, muss ich nicht teilen. Ich muss einfach sagen, Genesis, drittes Kapitel. Also erstes Buch Mose, drittes Kapitel, ja, wo die Schlange zu Eva sagt, ihr werdet gewiss nicht sterben. Also die Lebensverlängerung ist dann schon das erste Versprechen der Schlange. Ja. Also von daher, die können nichts anderes, als sie müssen halt einfach der Doktrin folgen. Und die Doktrin heißt letzten Endes, die Menschen lieben dieses Leben. Ja, auch dieses Leben ist Satan. Ich habe eben noch einen Kommentar bekommen auf dem Video von heute von mir, von wegen, ja, ist ja super interessant, auch ganz toll, aber Satan gibt es nicht. Und wenn man das nicht realisiert, wenn man das nicht wahrhaben möchte, weil man halt weiter an irgendwelche Wahrheiten glaubt von Menschen, die eben keine Wahrheiten sind, dann ist man eben wieder in der Evolution und in dem großen Urknall und alles dann wieder weitergefangen. Ja? Solange man nicht versteht, dass diese ganze Welt biblisch funktioniert, was letzten Endes bedeutet, dass wir in einem antichristlichen System leben, solange verstehen alle möglichen, auch intelligenten Menschen eben nicht, wo das alles herkommt. Und das geht eben auf die Bibel zurück und auf den Fall des Menschen. Und ich weiß nicht, ob der Herr Klaus Köhnlein das so versteht. Der mag jetzt seinen fachlichen Vortrag super hinkriegen, aber das Problem ist halt, wer dahinter steckt, das wissen die meisten Mediziner ja auch nicht, weil sie halt in diesem System groß geworden ist. Und das ist genau das System, was sie füttert. Und das ist genau das System, wem sie dienen. Und viele machen das sicherlich in gutem Glauben, aber verstehen überhaupt nicht den Hintergrund, warum die Welt so ist, wie sie ist, und denken, man könnte halt als Einzelner oder jetzt irgendwie in einer Praxis oder was weiß ich, da jetzt alles grundlegend verändern. Und ich glaube, da haben wir die Mehrzahl der Mediziner und der Gelehrten und Akademiker und so weiter, die halt lieber im Buddhismus und in fernöstlichen spirituellen Dingen wandeln und selber erleuchtet werden möchten, ohne das jetzt hier dem Erzähler jetzt hier irgendwo anlasten zu wollen. Also das ist mir absolut ferne. Aber das ist das große Problem, dass die Menschen sich selber für viel zu wichtig nehmen und zu sagen, guck mal hier, ich kann euch behandeln, ich kann euch älter machen, ich kann euch alles Mögliche verpflanzen und ich entscheide über euer Leben. Ja, das ist das. Die Leute sind ja, die ganzen Ärzte sind ja schon als Halbgötter verschrien. Aus gutem Grunde halt, weil sie halt teilweise mit ihrer, in Anführungsstrichen, Heilkunst über Leben und Tod entscheiden. Und der Mensch, der sich dessen unterwirft, auch dafür unterschreibt, dass im Falle, wenn es etwas schief läuft, er ihm nicht mehr verklagen wird, obwohl er dann teilweise ihn nicht mehr verklagen könnte. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal in dieses Interview rein. Ja, es ist so, dass in diesem Buch der Viruswahn auch ganz deutlich wird, dass die ganze Medizinkunde mehr oder weniger also wirklich vom Aberglauben her stammt und dass sogar Ärzte bis vor wenigen 100 Jahren noch eine unterprivilegierte Schicht der Bevölkerung waren. Ja? Die hatten nicht das Ansehen, wie sie heute haben. Michael sagte gerade, Halbgötter in Weiß. Ja, so werden sie heute wahrgenommen in unserer Gesellschaft. Das war damals nicht so. Das muss man auch mal eben dabei sagen. Das kommt auf den Kulturkreis drauf an. Ich denke, man kann das jetzt nicht nur auf den deutschen Kulturkreis beziehen, der dann auch protestantisch dann auch teilweise gefärbt war im Mittelalter. Aber wenn du halt mal an die alten Religionen denkst oder die alten Weltreiche denkst, die Perser, die Meden, die Griechen und so weiter, da war das eine andere Geschichte, da war das ein Kult. Ja, das stammt ja aus einer Verehrungsoption heraus. Das stammt ja nicht daraus, dass man jetzt dann sagte, von wegen, da hat jemand jetzt 12 Jahre Medizin studiert auf einer Universität. Das gab es ja nicht. Das war letzten Endes ein Aberglaube. Da kommt das eigentlich her. Ja, Ja, das dass habe ich man ja halt letzten vorgelesen auch, ja. Endes, ja, genau. Aber wie gesagt, wir werden nie fertig, wenn wir jetzt in die ganzen Urgründe der Medizin reingehen. Es geht sich ja jetzt um eine Hilfestellung zu leisten, um in den ganzen Dickicht
von Informationen und Desinformationen überhaupt noch durchzublicken, weil das ist natürlich auch die Strategie. Da gibt es eine bestimmte euphemistische Äußerung oder ein geflügeltes Wort sozusagen im Englischen. She blinded me with science. Ja, was letzten Endes heißt, da habe ich ein tolles Schaubild für, dass man halt die Dinge absolut und durch Vorsatz komplizierter macht, als sie eigentlich sind, um die ganzen Menschen so zu verwirren, dass sie nachher sagen, gut, ich brauche einen Experten, um da jetzt überhaupt noch ein Verständnis zu erlangen. Und da gibt es letzten Endes dann eine ganze Menge von. Und die Experten, die uns da halt präsentiert werden, die sind halt letzten Endes dann diejenigen, die in den Massenmedien kommen. Natürlich dann genau diejenigen, die auf der auf der Bezahlrolle, auf der Payroll, ne, auf dem Steck stehen. Ne? To Blind Someone with Science, hier von Thomas Dolby, Anfang der 80er Jahre, hat er einfach mal einen feststehenden Begriff benutzt, der wortwörtlich in der Etymologie bedeutet, jemanden verwirren mit dem Gebrauch von großen Reden oder großen Wörtern oder komplexen und schwierigen Erklärungen. Ja, von 1937, also ein Jahr nach der Olympiade in Deutschland, da wo Television erstmal so gerade so angefangen hat, eben genau um jemanden zu verwirren, ja, dass man halt dazu damit quasi seine Autorität kundgibt, wenn man halt viele lateinische und sonstige Fremdwörter kennt und den anderen total verwirrt, dass der andere einem jetzt plötzlich Autorität unterstellt. Das ist also auch so ein Argumentum ad populum, eine Art Variante halt, dass man jemanden jetzt eine gewisse Autorität unterstellt, weil der halt eben solche darstellt. Und das, glaube ich, ist ganz gut in diesem Video jetzt hier deutlich gemacht mit der Gehirnwäsche. Deswegen habe ich dieses Bild gern und oft in meiner englischen Lesung benutzt. Gut. Noch was anderes. Ich werde in dem Titel dieses Videos wahrscheinlich auch nicht das Wort Virus gebrauchen, weil dann springt YouTube da immer ganz komisch drauf an. Aber es gibt ja für das lateinische Wort Virus ein wunderschönes deutsches Wort. Das heißt Gift. Und von daher werde ich, wenn es um Virus geht oder Viruswahn, dann werde ich das halt Giftwahn nennen. Da muss man halt nur ein bisschen wissen, dass das Wort Virus ein lateinisches Wort ist, das eigentlich Gift heißt. So, jetzt sind wir in diesem Video ungefähr 42 Minuten weit. Wir haben ein Interview vor uns von dem Dr. Köhnlein aus dem Jahre 2011, das in total 51 Minuten dauert, wie gesagt, vom Saarländischen Rundfunk. Und wir spielen das hier jetzt ab und werden das jeweils dann unterbrechen, wenn wir einen Kommentar dazu haben. Also entweder ich oder Michael, der dann ruft von, pausier mal eben, ich muss mal da etwas kommentieren. Ich spiele das jetzt ab und normalerweise sollte Michael das Audio hören. Wenn nicht, dann muss ich den Schirm nochmal teilen. Ansonsten fangen wir jetzt mal hier an. SR2 Kulturradio. Fragen an den Autor. Am Mikrofon Jürgen Albers und unser Gesprächspartner ist heute Dr. Klaus Köhnlein zu seinem Buch Viruswahn. Wie die Medizinindustrie ständig Seuchen erfindet und auf Kosten der Allgemeinheit Milliardenprofite macht. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich weiß, dass viele Leute den Verdacht hatten und auch noch haben, dass bei der Vogelgrippe Panikmache betrieben wird. Zum Teil aus durchsichtigen finanziellen Interessen. Aber die Vogelgrippe war ja nicht der erste Fall. Was verursacht solche Krankheiten wie BSE, SARS, AIDS oder Hepatitis C wirklich? Ist das ein Virus? Ist es ein Virus und noch etwas anderes? Ist es vielleicht gar kein Virus, sondern etwas ganz anderes? Gibt es mehrere Ursachen oder eine Ursache? Das sind ungewohnte Fragen. Man könnte sich fragen, ob die Seuchen bei Tieren wenigstens zum Teil durch Massentierhaltung oder Züchtungen entstehen. Liegen die Ursachen beim Menschen in Umweltgiften oder Drogen? Herr Dr. Köhnlein, Sie sind ja Arzt, genauer Facharzt für innere Krankheiten. Wie sind Sie auf diese Problematik gestoßen? Ja, meine Facharztausbildung fand in der zweiten Medizin der Uni Kiel statt. Und im Rahmen dieser Ausbildung stieß ich immer wieder auf Patienten mit Krebs, Lymphomen, also Lymphdrüsenkrebs ist das. Und eines Tages stand wieder so ein Patient vor mir mit einem Lymphdrüsenkrebs, das war Ende der 80er Jahre, und es hieß nun, der habe AIDS. Da, wieso hatte er jetzt AIDS? Der hatte noch gestern einen Burkitt-Lymphom, also einen Lymphdrüsenkrebs. Ja, der sei positiv im HIV-Test. Dann schluckte ich einen Moment und sagte, ja gut, positiv im HIV-Test. Das ist ja für mich jetzt noch kein neues klinisches Krankheitsbild. Ja, das ist ja Lymphdrüsenkrebs. Und nur weil er positiv in einem Test reagiert, soll er jetzt AIDS haben. Das war so die simple
Problematik, die mich damals beschäftigte. Und da musste ich mir schon böse Sachen anhören. Ich nehme das Ganze nicht ernst. Und das sei schließlich eine große Seuche, die sich da ausbreitet. Und es seien schließlich schon welche aus dem Fenster gesprungen wegen eines positiven Testes. Das hat mich allerdings nicht überzeugt, dass deswegen eine Seuche im Gang ist. Und habe damals gesagt, also für mich ist das keine Seuche. Für mich ist das nur eine Ausbreitung oder eine seuchenartige Ausbreitung eines neuen Testes. Mhm. Und die Krankheitsbilder, die damit verknüpft sind, haben wir hier schon lange an unserer Klinik gesehen. Das ist also absolut nichts Neues. Interessant ist ja, dass Sie sagten, positiv getestet. Für den Laien ist ja positiv erstmal was Gutes. Aber eigentlich früher, so habe ich es in der Schule noch gelernt, war positiv überhaupt was Gutes. Denn wenn Antikörper gegen irgendetwas gebildet wurden, war das ja ein Zeichen, dass der Körper vernünftig reagiert. Ja, das ist das. Ja, ich muss mal kurz unterbrechen. Wie sagt man so schön? Der Antichrist macht aus Gut böse und aus böse gut, ne? Früher war positiv gut. Und heute ist positiv schlecht, weil du hast ja einen positiven HIV-Test. Mit anderen Worten, dir wird ein, nach dem Verständnis der Lehre der Massenmedien, Todesurteil ausgesprochen, weil es was Positives. Ne, Michael? Ja, und deswegen waren die Leute früher ein heißer Feger und heutzutage sind die nur noch cool. Ne? Deswegen wird alles umgedreht. Ja, genau das Gleiche. Ja. Hatten wir ja schon mal. Mhm. Ja. Hatten wir schon mal. Nichts Neues. Und wir haben eine Testepidemie. Also es wird ja getestet ohne Ende. Auch Leute, die keine Symptome haben, die werden ja dann auch getestet. Ist ja genau das, was er jetzt hier schon im Jahre 2011 sagt. Ja, gesagt. Die Pandemie der Teste und nicht die Pandemie der Krankheit. Ne? Ja. Ja. Das haben wir ja heute auch. Ja. Gut, hören wir mal weiter. Das zentrale Paradox, was diese neuen Seuchen mit sich gebracht haben, dass man nun plötzlich behauptet, einer, der Antikörper positiv ist, sei dem Risiko einer chronischen, schweren Krankheit ausgesetzt. Unsere ganze Impflogik hat ja immer gesagt, wenn man Antikörper hat, ist man geschützt gegen alles, was das Antigen anstellen kann. Nun, vieles, was Sie schreiben, ist ja sehr kontrovers, also besonders, wenn Sie eben meinen, dass viele dieser sogenannten Seuchen gar nicht oder jedenfalls nicht nur durch Viren erzeugt werden. Und die große Mehrheit der Verantwortlichen ist ja da ganz anderer Meinung. Neigen Sie da zur Sektenbildung oder fühlen Sie sich ganz wohl so alleine? Ja, das ist ja immer ein Problem, wenn man die Meinung einer Minderheit vertreten muss, dann heißt es gleich Verschwörer oder eben Sektierer. Dazu kann man nur entgegenhalten, schon Einstein hat gesagt, eine Idee, die primär nicht absurd klingt, kann keine gute Idee sein. Ja. Es ist so, dass immer Änderungen immer von Minderheiten ausgehen. Damit muss man leider zurechtkommen. Fangen wir doch mal an mit der Vogelgrippe, weil die noch am besten in Erinnerung ist. Da steht in Ihrem Buch eine Überschrift Vogelgrippe und kein Pieps an Beweisen. Es sind Wörter drin wie Angriff der Killerenten. Von einer künstlich erzeugten Testseuche ist die Rede. Andererseits habe ich in den Nachrichten natürlich immer gehört von einem Virus und der hieß sogar noch H5N1. Der hat da richtig einen Namen. Es wurden Bilder veröffentlicht. Das kann doch nicht alles falsch sein. Ja, also die Vogelgrippe ist letztlich eine Fortführung dieser Seuchenpanik, die gemacht wird, insofern als die Molekularbiologie heutzutage in der Lage ist, eben Bruchstücke von RNA aufzupicken, mit molekularbiologischen Methoden zu amplifizieren und daraus eine messbare, in Anführungsstrichen, Viruslast zu produzieren, die natürlich hochgradige Verunsicherung. Da hast du es genau, ne? Amplifizieren, da spielt er auf diesen PCR-Test an, also Polymerase Chain Reaction von Kerry Mullis. Das ist kein Test, der in irgendeiner Art und Weise ein Diagnoseinstrument wäre, um eine Krankheit zu detektieren. Das ist ein Amplifikationsinstrument, um halt eben Gensequenzen zu multiplizieren, ja, oder zu addieren, besser gesagt. Na, daran siehst du letzten Endes schon, dass also auch dieser PCR-Test eben überhaupt nicht dem gerecht wird, wo er heute für postuliert wird. Er ist letzten Endes ein Instrument, mit dem man feiner schauen kann. Aber das ist genau wie die Geschichte, die er vorher gesagt hat mit diesen Antikörpern. Die zeigen dir eben nicht, dass du jetzt genau diese Infektion hättest, worauf dieser Test worauf ein Antikörpertest beispielsweise reagieren soll. Und der PCR-Test ist also bis heute nicht zugelassen als Diagnoseinstrument. Deswegen sagt er hier Amplifikation, also Verdoppelung. Ne? Um die Sachen zu verdoppeln. Dafür muss diese Gensequenz eben, soweit ich jetzt im Kopf habe, auf eine ziemlich hohe Temperatur gebracht werden. Und der Kerry Mullis ist eben der Chemie-Nobelpreisträger gewesen, der eben genau das erfunden hat, ne? Also Amplifikationsmethode und eben keine Diagnosemethode. Die ist nicht als Diagnoseinstrument zugelassen und wird heutzutage zweckentfremdet als Testinstrument. Und das ist eben eine Geschichte, mit der kann man ganz viel Schindluder treiben, indem man halt einfach da den Schwellenwert, den sogenannten CT-Wert dann hochsetzt. Aber das war jetzt nur der erste Einschub, sonst wären wir ja nie fällig.
Nee, stimmt, aber da ist auch nicht ganz unwichtig bei zu erwähnen, dass dieser PCR-Test ja gar nicht den Virus nachweist, sondern dass der PCR-Test im Grunde nur Teile dieses Videos, Teile der DNA dieses Videos finden muss in deinem Körper. Und dann wird gesagt, dann hast du den ganzen Virus in deinem Körper, was im Grunde überhaupt nicht stimmt. Da geht es nur um Teile. Also, da werden nur DNA-Gruppen erkannt, soweit ich darüber informiert bin. Ist das nicht so? Das Thema ist, dass Carrie Mullis eigentlich die Autorität ist, die leider letztes Jahr oder beziehungsweise im 2019, glaube ich, im September gestorben ist. Also ungefähr 2 und ein bisschen Monate, bevor eben der erste angebliche Ausbruch der Covid-19-Erkrankung war, wobei man sich da mit dem Ausbruch auch nicht ganz festlegen kann. Der war eben wohl nicht der 31.12.99, der da eben postuliert wurde, wahrscheinlich aus einem politischen Grund auch, sondern eben dann ein paar Wochen vorher wohl, weil da wohl ein paar Militärspiele stattgefunden haben in Asien. Aber das ist eine andere Geschichte. Der Carrie Mullis ist eigentlich die Autorität, um da was zu sagen. Und er hat gesagt, wenn du das richtig machst mit dem PCR-Test, dann kannst du alles in jedem finden. Das hängt einfach davon ab, wie viel du eben vergrößerst mit dieser Amplifikationsmethode. Und da ist eben dem Missbrauch Tür und Tor geöffnet, weil eben da es wohl keine verbindlichen Richtwerte von Labor zu Labor gibt, geschweige denn von Land zu Land. Also da kann jeder alles finden. Wenn man jemanden nicht mag, dann setzt man eben den Faktor so hoch, dass man alles findet und sagt, okay, der muss in Quarantäne. Und umgekehrt genauso, wenn man jemanden mag, dann sagt man, ach, wir lassen das einfach mal so durchlaufen. Und dann ist da eben auch, man kann das also, was ich damit sagen will, ist letzten Endes, es gibt keine Richtlinie, wie dieser Test anzuwenden ist. Muss man sich mal vorstellen. Naja, keine Richtlinie. Jedenfalls hat Carrie Mullis von Anfang an gesagt, dass dieser Test nicht dazu geeignet ist, um irgendwelche Viren oder Antikörper oder was in irgendwelchen Menschen festzustellen. Genau, er sagt ganz einfach, der Carrie Mullis sagt, wenn du es richtig machst, kannst du alles in jedem finden und es wird dir nicht es ist nicht aussagekräftig, um festzustellen, ob jemand krank ist. So, genau. Das ist eigentlich und das, was er gesagt hat. Und um das abzurunden, Michael, gestern hat einer, dessen Videos ich oftmals sehr, sehr schätze, der, wie heißt er wieder, Eric777 in Englisch, ein Video hochgeladen mit einem Interview von Carrie Mullis, wo er genau das sagt. Wenn ihr Englisch könnt, schaut euch das Video an. Ich werde versuchen, daran zu denken, den Link hier in die Beschreibungsbox des Videos reinzumachen und dann könnt ihr euch das anschauen, könnt ihr euch über Carrie Mullis selber informieren. Müsst ihr uns nicht glauben, stellt eure eigene Nachforschung an, das ist sowieso immer besser. Und dafür dienen ja auch diese Videos, weil wir wollen ja auch hier das Buch Viruswahn nicht lesen. Wir wollen euch aufzeigen, dass es ein sehr wichtiges Buch ist, zu lesen, dass ihr das selbst lesen könnt, dass ihr eure eigene Nachforschung darüber anstellen könnt. Ja. Aber wie gesagt, wir wollen auch nicht hier in das hunderttausendste Detail gehen, weil wir sind gerade mal 4 Minuten in einem 51-Minuten-Video und ich kann euch sagen, vor allen Dingen bei Minute 24 werden euch anfangen, die Ohren zu schlackern. Aber das dauert noch, bis wir da sind. Also hören wir weiter rein. Sicherung schafft, weil der Name alleine schon ängstigend ist. Das ist aber etwas, which is next to nothing, sagt der Erfinder dieser Methode, also etwas, was nahe Null ist, sagt Carrie Mullis, der für diese Methode, nämlich diese Polymerase-Kettenreaktion, damals den Nobelpreis erhalten hat und der auch zu den Hauptkritikern der Virus-AIDS-Hypothese zählt. Das heißt, das ist alles gar nicht so gut bewiesen, wie uns immer erzählt wird. Meine Damen und Herren, wenn Sie sich mit Fragen an den Autor an dieser Sendung beteiligen möchten, können Sie wie immer hier anrufen. Die Vorwahl von Saarbrücken 0681, dann 602 3456. Also Saarbrücken, dann 602 für den Saarländischen Rundfunk und der Reihe nach weiter 3456. Sollten Sie absolut nicht durchkommen, können Sie auch eine E-Mail schicken, Fragen an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern @sr-online.de. Hier ist der erste Anruf. Kann der Autor bitte den Begriff des Disease Mongering, des Handels mit Krankheiten, erklären? Und eine zweite Frage, der Genetiker und Virologe Stefan Lanker ruft verantwortungsbewusste Bürger dazu auf, beim Gesundheitsministerium und anderen zuständigen Behörden nach den wissenschaftlichen Beweisen zu fragen, die die Vogelgrippe-Panik rechtfertigen könnten. Kann der Autor in diesem Zusammenhang bitte erklären und etwas dazu sagen zu den angeblichen Fotos von H5N1-Virus oder auch vom HIV, auch zu den Testverfahren, mit denen angebliche Infektionen nachgewiesen werden sollen? Riesenfrage. Also auch damit haben wir uns natürlich befasst und überzeugende Fotos von H5N1 und HIV gibt es in der Tat nicht. Es gibt Fotos in einer Arbeit von Kluschenko und Gelderblom, die vom Robert-Koch-Institut gereicht wird, in dem Partikelchen zu sehen sind,
die dann als HIV-Partikel markiert werden oder beschrieben werden. Das ist aber, kann freie Erfindung sein, es können genauso gut Proteinpartikel sein. Aber das ist eigentlich nur ein Problem dieser Fragestellung, ob das Virus überhaupt existiert. Viel entscheidender, finde ich jedenfalls, ist es, ob das Virus, ob es nun isoliert ist oder nicht, krankmachend ist. Und diese Frage wurde nie belegt, sondern es wurde allein aus einem also einem positiven Zusammenhang geschlossen, dass einer, der positiv ist im Test, beziehungsweise bei dem mit der PCR Viruspartikel gefunden werden, an dieser Krankheit leidet, an dieser neuen Krankheit. Wobei das klinische Krankheitsbild in aller Regel überhaupt nicht neu ist. Nun müsste man mal drüber reden, wie so ein Nachweis überhaupt geführt werden konnte oder könnte. Da habe ich in Ihrem Buch wirklich Selbstverständliches eigentlich gelesen, was aber anscheinend nicht eingehalten wird. Man müsste ja eigentlich dann dieses Virus isolieren, dann müsste man das Virus auf andere Tiere oder Menschen übertragen und wenn die dann immer wieder genau dieselben Symptome entwickeln würden, hätte man einigermaßen einen Nachweis erbracht, dass dieses Virus diese Krankheit erzeugt. Ganz genau so ist es. Also das sind die sogenannten Kochschen Postulate, die Robert Koch ja damals formuliert hat, um die Kausalität zu belegen, also die ursächliche Bedingung, ob ein Virus eine Krankheit auslöst. Nämlich durch die reine Isolation eines Virus von einem kranken Menschen ist nicht belegt, dass dieses Virus oder Bakterium, was immer es ist, auch tatsächlich ursächlich mit dieser Krankheit in Zusammenhang steht. Denn wir sind ja nicht keimfrei, sondern wir beherbergen etliche Bakterien und Viren. Und das müsste eben erfüllt werden. Die sogenannten Koch'schen Postulate, dass man das Virus isoliert, in Reinkultur züchtet und dann beim Versuchstier diese Krankheit wieder auslösen kann. Das ist in keinem Fall geschehen und erfolgt, obwohl es bei HIV immer wieder behauptet wird, dass es so etwas gäbe wie einen positiven Tierversuch, beziehungsweise... Also Sie sagen das jetzt, das kann ich fast gar nicht glauben, denn also Robert Koch ist ja nicht gerade ein Alternativmediziner gewesen und die klassische wissenschaftliche Medizin, die wird doch diese wissenschaftlichen Kriterien eingehalten haben. Nein, leider nicht. Es wird nicht gemacht. Also die Koch'schen Postulate sind in keinem Fall dieser Seuchen erfüllt. Es wird dann bei den Koch'schen Postulaten im Zusammenhang mit HIV und AIDS immer auf die Bluter verwiesen. Die Bluter, die ja HIV-positiv getestet wurden, nicht drogenabhängig sind, wie viele andere HIV-positiv getestete, und trotzdem krank geworden sind. Und in diesem Zusammenhang muss man leider sagen, sind die Bluter damals, eben die HIV-positiv getesteten Bluter, hochdosiert mit ACT behandelt worden. Das ist ein Medikament, was man damals als AIDS-Medikament auf den Markt gebracht hat, was in der ersten Zeit in einer viel zu hohen Dosis auf den Markt kam, an dem die Patienten tatsächlich gestorben sind. Das heißt, die Menschen sind an dem Medikament gestorben und nicht an der Krankheit? Genau so ist es. Die Patienten sind an der Überdosis dieses Medikaments gestorben. Die Mediziner haben es erst spät bemerkt, als das Kind in Brunnen gefallen war, und haben dann die Dosis auch reduziert auf 1000, dann auf 500 Milligramm. Entsprechend wurde dann auch die Überlebenszeit der Patienten wieder länger. Das ist aber kein Beleg dafür, dass die Therapie funktioniert, sondern dass nur der Schaden nicht mehr so groß ist wie vorher. Hören wir noch einen Anruf, bitte. Hat es nicht schon immer bei Tieren und Menschen schlimme Infektionskrankheiten gegeben und durch sogenannte moderne Medizin sind sie nicht so zu kriegen? Ich muss noch was dazu sagen. Die Anruferin hat Dr. Stefan Nanka erwähnt. Das ist dieser ganz berühmte Masernprozess sozusagen. Der wird aber immer und gerne ganz falsch zitiert. Bei dem Herrn Dr. Lanka handelt es sich um jemanden, der also ganz bekannt ist in der, sagen wir so übertrieben gesagt, in der Szene, ein deutscher Autor. Und er wird natürlich in die Ecke gestellt, dass er ein Leugner ist und so weiter und so fort, Impfgegner und was man alles so kennt. Der ist studierter Biologe und hat eben genau eine Diplomarbeit geschrieben über Untersuchungen über Virusbefall bei marinen Braunalgen. Also wir reden über Viren und er ist Dr. Reanat. Das ist jetzt nicht irgendetwas. Das ist ein Doktor der Naturwissenschaften. So, und der hat eben damals einen Wettbewerb ausgelobt und hat gesagt, jemand, der ihm beweisen könnte, dass eben ein Masernvirus existieren würde. Wir dürfen nicht vergessen, die Pflichtimpfung für alle Schulkinder existiert genau seit dem Monat, wo Anführungsstrichen Corona-Lockdown hier in Deutschland war, nämlich März 2020. Und dieser Herr Stefan Lanka oder Dr. Reanat Stefan Lanka, muss man dazu sagen,
der hat eben gesagt, es existieren überhaupt gar keine Viren, die jetzt Krankheiten verursachen und man solle ihm doch das Gegenteil beweisen und hat gesagt, dass eben die Medizin, die Moderne, eine wichtige Stütze von Diktatoren und undemokratischen Regierungen sei. Ne, laut Wikipedia, ich zitiere nur Wikipedia jetzt hier. Und er hat eben ein Preisgeld von 100.000 Euro ausgelobt für jemanden, der ihm die Nachweis der Existenz des Masernvirus beibringen könnte und hat diese dann aber auch definiert. Und dann hat er halt eine Gegenposition bekommen und jemand gesagt, okay, jetzt habe ich eben das belegt und der Dr. Lanke hat das eben dann nicht akzeptiert, die Begründung, die medizinische Begründung. Und dann ist eben die Gegenpartei vor Gericht gezogen, um das Preisgeld einzuklagen. Und dieses Urteil ging aber jetzt um dieses Preisgeld. Es ging nicht um das Masernvirus per se. Der Herr Lanker hat dann Recht bekommen, weil er zu seinen Bedingungen eben nicht den Beweis bekommen hat, also eben die Bedingungen des Preisausschreibens nicht gewährleistet waren. Und deswegen muss man da vorsichtig sein, wie man das dann halt jetzt so erklärt. Aber der Prozess ging nicht um das Masernvirus per se, sondern um dieses Preisausschreiben. Interessant wird es jetzt, weil es eben einen Korrekturversuch oder eine Korrekturfirma gibt im Internet namens Korrektiv. Und die haben gesagt, nein, es gibt keinen Beleg davon. Es ist auch das Urteil dieses Prozesses hat eben da nichts mit zu tun, dass dieses Masernvirus jetzt nicht existiert, sondern das findet sich also im Urteil nicht wieder. Aber wie soll sich das auch im Urteil wiederfinden, wenn dieser Gerichtsprozess überhaupt nicht über die Existenz des Masernvirus ging? Das Interessante an diesem Prozess ist auch gar nicht das Urteil. Das Interessante an dem Prozess ist der Verlauf. Aber dafür müsste man jetzt das Gerichtsprotokoll lesen und das tut natürlich niemanden. Von daher hat natürlich jetzt wieder Korrektiv recht, indem sie sagen, das Gerichtsurteil beweist nicht, dass Masern nicht existieren. Stimmt, Korrektiv. Das Gerichtsurteil beweist das nicht. Aber es gibt auch keinen sonstigen Beweis, der beigebracht worden wäre vor Gericht. Aber dafür müsste man jetzt ganz viel Recherche betreiben und 99,99% der Leser, die sich im Internet informieren, machen diese Recherche nicht. So viel mal eben zu Dr. Stefan Lanker. Ja, danke Michael. Das war sehr interessant, ein sehr interessanter Einschub von dir. Also ich kann dazu sagen, zum Beispiel in diesem Gerichtsprozess wird klar, dass es bis jetzt keine Untersuchung gibt, inwiefern jetzt hier gewisse Adjuvantien, also gewisse Verstärkungsstoffe in diesen Impfstoffen, inwiefern die jetzt untersucht worden ist, ob es da klinische Studien zu gibt über die Wirksamkeit oder jetzt sozusagen die Nebenwirkungen davon. Die werden nicht gemacht, die Studien. Also wenn da jetzt jemand beispielsweise Aluminium oder sonstiges, irgendwelche Schwermetalle und so weiter jetzt da halt bekommt und die passieren halt gewisse Segmente im Körper, kann es da zu Ablagerungen kommen. Ich glaube, mehr brauche ich nicht zu sagen über jemanden, der sich so ein bisschen mit Medizin auskennt, was da alles passieren kann und dass dann quasi so ganz neue Volkskrankheiten entstehen durch die unkontrollierte oder letzten Endes überhaupt nicht jetzt regulierte Zugabe von irgendwelchen Stoffen in sogenannten Impfstoffen. Ja, das ist eine ganz, ganz wichtige Komponente dieses Prozesses, die natürlich überall komplett unterschlagen wird. Ne? Also es gibt bis heute ja ganz viele Zivilisationskrankheiten, die vor 100 Jahren oder vor 200 Jahren, bevor es eben diese sogenannten Impfstoffe und gewisse Behandlungsmethoden der modernen Medizin haben, überhaupt nicht kannten. Die Leute nehmen das alles so hin, ja, der ist eben hieran gestorben, daran gestorben und dies und jenes und es wird ja in den seltensten Fällen jetzt eine Obduktion gemacht, sondern der Pathologe oder wer auch immer, Gerichtsmediziner, stellt dann fest, ja, der ist an einem Herzversagen gestorben oder an was weiß ich gestorben. Und dass manche Menschen jetzt auch psychisch vor sich hinsiechen, scheint ja heutzutage eine Volkskrankheit zu sein, die man so jetzt vor 100, 200 Jahren nicht kannte. Da hatte man noch andere Probleme, da hatte man mehr Probleme mit der Kanalisation und mit der ganzen Hygiene und so weiter. Das ist aber dann genau ein Thema, wo wir dann später wahrscheinlich dazukommen, wenn es sich jetzt um diese ganzen Kurven geht, die man uns jetzt hier vorweist, um die Wirksamkeit der Impfstoffe zu belegen. Aber jetzt, glaube ich, bin ich schon zu weit vorgeprescht. Ich halte mich jetzt mal eben zurück. Nein, du hast einen wunderbaren Cliffhanger gerade gesagt, weil wir sind schon bei über einer Stunde und wir werden dieses Video jetzt hier in diesem Augenblick abbrechen und werden die Leute vertrösten auf einen späteren Zeitpunkt, um mit dem Interview von dem Dr. Köhnlein weiterzugehen und mit der Besprechung davon. Und wir hoffen, dass wir ein wenig Interesse geweckt haben und vor allen Dingen, dass wir die Leute auch ansetzen können, ihre eigenen Nachforschungen zu machen. Nun, dazu möchte ich noch eben kurz etwas sagen.
Ein wunderbarer Bruder in Christus, der mich seit Monaten mit wahnsinnig vielen PDFs versorgt und auch mir Bücher geschickt hat, und zwar originale Bücher, teilweise aus dem 19. Jahrhundert. Zu diesem und zu anderen, auch jesuitischen, also katholischen und sonst was Themen, der hat eine wunderbare Archive-Bibliothek. Und zwar ist die Hauptbibliothek hier unter seinem Namen Gerald Gebensleben. Da finden wir einige sehr interessante Bücher drin und der Link ist in der Beschreibungsbox dieses Videos. Und er hat einen zweiten Account gemacht und, ja, das ist nicht der, das ist meiner. Wo ist denn der zweite? Der zweite ist hier, gi.gii. Da sind viele, viele, viele Bücher drauf, die sich alle mal mit Protestantismus, römisch-katholische Kirche und Jesuiten und alles beschäftigen. Und auf diesem Account, den Link werde ich auch in die Beschreibungsbox des Videos mit beimachen, wird er uns eine ganze Menge Bücher hochladen, die in PDF zur Verfügung stehen aus dem 19. Jahrhundert, über die Impfung. Ich habe hier zum Beispiel einige, die ich auszugsweise während dieser Serie lesen werde. Der Impfspiegel in Wort und Bild, die Impfvergiftung der Juden, die schlimmsten Jesuiten des Deutschen Reiches, die Schutzpockenimpfung in Bayern und Geschichte der Pocken, ein Kulturkampf. Und dann gibt es noch diese ganzen hier. Könnt ihr mal sehen, das sind allein die, die ich hier als PDF habe. Und da kommen immer noch welche dazu, weil der Gerald geht oftmals in Stadtarchive, Bibliotheken und bestellt sich dann diese Bücher, dass die für ihn gescannt werden und besorgt mir die. Und die werden auch hier auf seinem Archive erscheinen. Und das soll euch dazu anregen, animieren und ansetzen, um eure eigenen Nachforschungen zu machen. Ich habe auch vor einiger Zeit ein Papier gemacht. Glaubensgründe, die Impfen oder medizinische Behandlung verbieten. Das Papier habe ich bereits hochgeladen im Mai 2020. Da war von der Impfung noch gar keine Rede. Oder noch nicht so besonders viel, dachte ich. Ja, da war, glaube ich, der Impfstoff noch gar nicht erfunden. Weil da war ja Corona, glaube ich, erst 3 Monate alt oder 2 Monate alt. Das ist ein Papier, das ist, kann man sich mal anschauen. Das habe ich in der Kürze der Würze mal zusammengestellt. Das müsste ich in der Zukunft noch bearbeiten und erweitern. Da bin ich auch dran, aber das könnt ihr euch auch schon mal anschauen und da haben wir dann auch einen biblischen Bezug dazu. Warum sollten wir denn uns nicht impfen lassen oder warum sollten wir überhaupt bestimmte medizinische Handlungen nicht an uns, an unserem Körper verrichten lassen? Da kann man das eben mit dem Glauben hier einmal belegen, warum man das nicht möchte, warum unser Gewissen ein anderes ist als das der katholischen Welt, sage ich jetzt mal. So. Jetzt sind wir schon weit über eine Stunde, aber die Dinge musste ich noch mal kurz erwähnen. Herzlichen Dank, Michael, für deinen Besuch heute Abend. Ich hoffe, dass du mich auch nächstes Mal wieder begleitest, wenn wir weitermachen hiermit, weil es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und ich habe es fast erwartet, dass das eine längere Serie wird, alleine schon durch dieses eine Video zu kommen, durch dieses eine Interview zu kommen mit dem Dr. Köhnlein. Ja, das ist zu erwarten, weil das ist nun mal Gesprächsthema Nummer 1 in unserer Welt heutzutage und wir decken so wahnsinnig viele Lügen auf und wie gesagt, ich bedanke mich ganz herzlich für deine Begleitung, frage dich, ob du noch abschließende Worte an unsere Zuschauer hast und ansonsten möchte ich das hier beenden. Ja, jemand, der der Wahrheit auf der Spur ist, so wie der Herr Dr. Lanka, ich sage jetzt nicht, dass er in allem Recht hat, aber darum geht es ja gar nicht. Es geht halt einfach darum, dass Menschen Beweise haben wollen, ja, dass also die Behauptungen der Wissenschaft auch belegbar wären. Es geht sich ja hier um evidenzbasierte Wissenschaft ja angeblich. Der wird dann halt niedergemacht und der bekommt dann halt beispielsweise als, wie soll man sagen, der bekommt dann halt hier das goldene Brett, den Negativpreis goldenes Brett vom Kopf im Jahre 2015. Ja, da steht auf Wikipedia drin, im akademischen Diskurs wird Lanka aufgrund seiner unwissenschaftlichen Thesen nicht beachtet. Muss man sich mal vorstellen. Damit sieht man schon, dass man in dieser Welt halt einfach nichts wird, wenn man nicht der Herde hinterherläuft, wenn man also Fragen stellt. Deswegen finde ich halt einfach, dass in vielen Hinsichten Menschen halt einfach viel zu wenig Fragen stellen. Ich wäre ja überhaupt nicht dagegen, wenn mich irgendjemand mal halt davon überzeugen könnte, dass gewisse Dinge, die da draußen seit ewigen Zeiten laufen oder jetzt seit 2020 laufen, auch wirklich ihre Richtigkeit haben, aber man bekommt keine Belege dafür. Das ist ja der Punkt. Das ist ja nicht so. Weißt du, leugnen kann ich es etwas dann, wenn es als unwiderrufliche Tatsache feststeht. Aber wenn man das nicht beweisen kann, dann kann man auch nichts leugnen, weil wo nichts ist, da ist eben nichts. Da gibt es in der deutschen Geschichte ja viele Beispiele für, ne?
Ja, aber das ist ja nicht nur in der deutschen Geschichte, das ist ja auch weltweit. Ja, aber hauptsächlich wenn man in der dann deutschen mal, Geschichte. Wenn man, ja, ja, aber wenn man dann halt einfach sieht, dass man halt gewisse Fragen stellt und auf diese Fragen überhaupt keine Antwort bekommt und da fallen mir jetzt zig Sachen zu ein. Ja, ob man jetzt ein umweltfreundliches Auto kaufen soll, was in der Herstellung umweltfeindlicher ist, als wenn man sein altes Benzinauto weiterfahren würde und dafür die aber eine gewisse Regierung eine Abwrackprämie dann belobigt. Also da muss man sich einfach mal an den Kopf fassen. Da gibt es eben so viele Dinge, die in unserer Welt halt einfach komplett schief laufen, aber wo viele Menschen sich einfach einwickeln lassen, weil sie nie irgendwo mal Fragen stellen und diese Fragen werden garantiert nicht beantwortet. Wir sind in einer Zeit, wo es eben nicht um Fakten geht, sondern um Doktrin, wo uns einfach gesagt wird, wir haben die Experten, wir haben die Doktrin und das wird jetzt gemacht, das ist das Narrativ. Das Narrativ darf nicht hinterfragt werden. Wie sagte jetzt hier der Dr. Wieder, glaube ich, heißt er, diese Maßnahmen dürfen nicht hinterfragt werden. Da muss man sich mal vorstellen, dass wir in einer sogenannten Demokratie leben, die nicht hinterfragt werden darf. Ja, also wo alles, um jetzt mal in dem Jargon zu bleiben, alternativlos ist. Ja, wenn etwas alternativlos ist, dann ist das keine Demokratie. Ganz einfach. Damit hat sich die Demokratie-Simulation als solche ja schon entlarvt. Wenn ich nicht mehr über irgendetwas diskutieren kann und ich fordere ja nur Belege. Meiner Meinung nach hätte die Geschichte nicht so stattfinden können, wenn Carrie Mullis nicht im September 2019 verstorben wäre. Das ist meine Meinung dazu. Das ist ein schöner Schlusssatz, Michael. Und damit werden wir mal unsere Zuschauer in die Pause entlassen. Bis zur nächsten Sendung. Danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen. Und vergesst nicht, lest eure Bibel und macht eure eigenen Studien. Und seid genauso wie die, die Paulus damals in Thessalonika in Apostelgeschichte 17, Vers 11 genannt hat. Sie waren bessere Juden als die anderen, weil sie täglich in der Bibel lasen und die Dinge, die sich in der Welt abgespielt haben, an der Bibel gemessen haben. Dazu rufe ich euch auch auf. Bis zum nächsten Mal. Maranatha.